Jo, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, heute sind wir im zweiten Qualifying von Livebait Fiesta Cup. Na? Oh, wieder lange hier. So, zweite Qualifying. Und zwar ist das hier am amazonischen Labyrinth. Gefangen werden muss hier Anjumara, Bikuda, roter Piranha, schwarzer Piranha. Am besten natürlich Anjumaras, 10 Stück. Am besten Trophys und einzigartige natürlich. Und ja, wie im letzten Qualifying muss man hier, oder besser gesagt, darf man hier nur mit Match-Ausrüstung die Fische fangen und nur vom Ufer aus. Man darf mit dem Boot überall hinfahren, aber wie gesagt, nur vom Ufer aus darf man sie fangen. Ich benutze hier immer noch die Equator Match 280 mit der Limbosion 13.000, der Braid 036, das Titanvorfach 047 und ich werde hier mal die Wacklerpose drauf machen. Das ist leider Pose. So. Und schon Haken 5-0. Oh, da werde ich mal einen normalen Haken 5-0 nehmen. Keine Lust, dass mir einer abhanden kommt. Achso, nee, hier habe ich ja nur Schonhaken mit. Ich habe nur noch Schonhaken mit. Stimmt ja. Ja, mein Hauptaccount. Da habe ich ja gar keine normalen Haken mehr im Gepäck. Naja, hat ja gestern geklappt. Mir kein Fisch ausgeschlitzt. So, ja, anfangen werde ich hier an diesem Spot. So, 13 Uhr. Dieser Beißkurve. Oh, ist okay. So. Versuche ich mal mein Glück. Ja, geht schon wieder genauso los wie gestern, ne? Will nichts beißen. Mal gucken, was bei den anderen läuft. Ja, die haben schon, manche sogar schon zwei, die meisten sogar schon zwei Stück. Hier ist mir die Strömung auch zu doll. Nee, ich werde mal doch den Spot wechseln. Ich habe Gott sei Dank noch den einen oder anderen Spot.
Na komm. So. Jetzt sehe ich auch die Garuda Piranha. Nicht so interessant, was die da fangen. So, hier habe ich natürlich auch Beifang. Der Humboldt-Kammbarsch zum Beispiel, der beißt hier auch. Da dürfte ich gleich ein Biss kommen, aber jetzt. Na komm. Ja, das war aber was Kleines. Humboldt-Kammbarsch, ne? Nö, noch nicht mal. Piranha. Den darf ich sogar mitnehmen. Gut. Probier es mal hier. Ne, da will gerade gar nichts beißen. Gehe ich wieder dahin zurück. Tja. Der Spot hier auch nicht funktioniert. Wieder habe ich noch einen. Ah ja. Na komm, Bing. Und die Jagd geht weiter. Das heißt, da kommt gleich auch ein Biss. Und das sieht gut aus. Das könnte ein großer sein. Hoffentlich kein Humboldt-Kammbarsch, sondern ein New Maurer. Nee. Kein ein New Maurer. Humboldt-Kammbarsch.
Den brauche ich leider nicht. Den hätten sie mal lieber mit reinnehmen sollen, statt diese blöden Piranhas irgendwie. So, wie immer werde ich gleich in die Pause gehen. Einen Fisch gucken wir uns noch an, dann gehe ich in die Pause und dann melde ich mich nochmal, wenn eine Stunde, also 4 Ingame-Stunden rum sind. Und dann gehe ich wieder in die Pause und melde mich dann nochmal zum Ende. Jeweils so circa 10 Minuten, also jetzt die ersten 10 Minuten sind jetzt sogar schon gleich rum. Ich hoffe, es beißt jetzt schnell noch mal einer, bevor ich in die Pause gehe. Ah ja. Na, diesmal ist mit dem Bing die Flucht zu Ende wieder. Geht das wieder los? Aber dafür kommt ein zweiter. Und der beißt. Aber es ist wieder nur was Kleines. Wieder ein Humboldt-Kammbarsch. Okay, Leute. Gehe in die Pause, melde mich dann nochmal. Nach einer Stunde. Bis gleich. Jo, Leute, da bin ich wieder. Jo. Läuft so, ja, mittel bis prächtig. Bin momentan Platz 43 mit 58,9 Kilo, also knapp 59 Kilo. Mein größter 18,7 Kilo Trophy. Hier fange ich wenigstens schon mal Trophys. Einzigartige wären natürlich auch noch nice, aber bin jetzt hier wieder an diesem Spot, wo wir auch vor der Pause aufgehört haben. Zwischendurch war ich noch an einem anderen Spot. Zeige ich euch gleich noch auf der Map. Ich glaube, ich werde hier mal ein bisschen weiter Richtung die Durchfahrt da hinten werfen. Ich glaube, da spawnen eher die. Großen. Noch tut sich da nichts. Geh mal ein bisschen dichter wieder ran.
Ne? Irgendwie will da hinten nichts spawnen. Ich noch ein bisschen dichter ran wieder. Aha, da ist was gespawnt. Na komm, Bing. Jo, und die Flucht mit dem Bing zu Ende wieder. Jetzt geht das schon wieder los. Immer in der Aufnahme, komischerweise. In der Aufnahmepause habe ich das nicht einmal gehabt. Weil jedes Mal Flucht auch Bing und Flucht weiter und bis. Kaum habe ich die Aufnahme wieder am Laufen. Geht das Theater wieder los mit den Abbrüchen der Jagd, Emmy. Also das ist ein Piranha, sehe ich schon. Diesmal geht die Jagd weiter. Aber es ist nur ein kleiner Piranha, der da die Elritze jagt. Und gleich beißt er jetzt. Zack. Sag ich doch, kleiner Piranha. Kann man durch die Wasseroberfläche sehen, was da am Jagen ist. Hui. Liegefisch. Und ein ganz kleiner sogar auch. Ich nehme mal noch eine Nummer größer, den Haken. Obwohl, das ist den Piranhas, glaube ich, völlig egal. Kannst sogar einen Tausender Haken drauf machen, wenn es den geben würde. Würden sie trotzdem drauf beißen. Weil das einfach Gierlappen sind. Ich kenne da gar nichts. So, kommen jetzt hier mal wieder ein Jumara. Und nicht nur Humboldt-Kammbarsche und Piranhas. Und am besten mal einen einzigartigen jetzt hier. Mit über 30 Kilo. Ich werde gleich nochmal einen Spot wechseln, und zwar einen Spot, wo ich vorher noch nie gefangen habe. Wo ich aber weiß, dass da Leute schon welche gefangen haben. Ah. Da kommt Bing. Und die Jagd wieder mit dem Bing zu Ende. Ne, ich werde meinen Spot wechseln. Hier will kein Anjumara beißen gerade. Da muss ich hin. Weiß. Links, ein Stück links runter. Man sieht gar nichts. Da muss ich ein bisschen flacher stellen, da ist nicht so tief.
Wieder, wenn man noch schief die Pose. Das ist da so flach. Aber solange sich der Fisch bewegen kann, müsste es in Ordnung sein. Ich werde mal noch flacher stellen. Ist immer noch schief, aber egal. So, kann ich jetzt mal was spawnen hier? Der Spot war ein Geheimtipp, aber da scheint sich nicht viel zu tun hier. Ach, die steht schief wegen der Strömung. Und dann so in meine Richtung hier. Mit Strömung habe ich keine Lust zu angeln. Ich glaube, ich wechsle wieder den Spot. Einmal versuche ich es noch. Aha, da steht sie gerade, aber auch nur für einen kurzen Moment. Na, da geht zu viel Zeit drauf, Emmy. Der Spot ist nicht gut. Hätte schon längst mal was spawnen müssen.
Und nicht mal ein Piranha oder so. Hier kommt ja gar nichts. Nö, hier tut sich gar nichts. Wieder zurück. Das hat nur Zeit gekostet. Okay, Leute, ich melde mich dann wieder zum Ende des ganzen Theaters hier. Bis gleich. Oh, Leute, da bin ich wieder. Ja, knapp 100 Kilo habe ich mittlerweile zusammen, aber nur Platz 56, also. Wenn jetzt nicht noch ein einzigartiger beißt mit über 30 Kilo, dann sehe ich schwarz mit Platz 20. Obwohl, das würde auch nichts helfen. Da kommen ja bis morgen 16 Uhr noch so viele Spieler, noch hunderte von Spielern, die wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen. Hier gibt es zum Beispiel einen 235 Kilo. Der hat mindestens 5, 6 Einzigartige und der Rest Trophys, also große Trophys, um auf den Schnitt zu kommen. Und ich habe hier nur noch ständig, nur noch Bing, also Flucht, Bing und dann Flucht zu Ende, also kein Biss. Und so geht das jetzt schon seit so, anderthalb Ingame-Stunden. Diesmal geht die Flucht weiter. Nee, sieht nur so aus, oder? Und wenn, dann ist es ein Piranha. Nö. Sogar einer. Ist ein Anjumara. Darf nicht wahr sein. Ich darf tatsächlich nochmal einen fangen nach anderthalb Ingame-Stunden. Endlich mal wieder ein Biss. Aber kein großer, leider. Unter 10 Kilo, schätze ich. Oder gerade mal so 10 Kilo. No, 13. Platz 49. 112 Kilo. Eigentlich müsste ich schon längst 10 Fische voll haben. Bestimmt schon mehr als 10 Stück gefangen. Und trotzdem werden die alle noch aufgerechnet. Wieso, vielleicht darf man hier mehr als 10 fangen. Dann ist natürlich diese 235 Kilo natürlich ein anderer Aspekt. Wenn das mehr als 10 Fische sind. Jetzt hier nochmal Flucht. Und das ist nochmal ein großer Anjumara sein. Ne, Flucht zu Ende mit dem Bing. Schade. So, bei 5 Minuten hole ich nochmal raus, hole ich nochmal ein, besser gesagt, und werfe nochmal neu aus. Jetzt sogar schon früher, weil es jetzt schon langsam in einem Gebiet, wo ich glaube, keine Anjumaras mehr spawnen. Und mal reinwerfen, neu aus. Die letzten 5 Minuten laufen. Und wenn das Ganze hier vorbei ist, dann zeige ich euch die drei Spots, wo ich welche gefangen habe. Tablet Map,
Mit Koordinaten. Obwohl man hier natürlich nur von den Anwurfpunkt ausgehen kann, weil hier die Strömung da den immer weiter nach links treibt. Und nochmal eine Flucht. Da kommt Bing. Und die Flucht geht sogar weiter. Und geht noch weiter. Und das ist leider was Kleines. Ich darf die immer noch alle annehmen, Emmy. Ich muss mal kurz gucken, was da Sache ist. 18 Fische, tatsächlich. Haben sie erhöht auf 20 Fische oder was? Na gut. Dann hat er wahrscheinlich doch nicht so viele Einzigartige gefangen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Trophys. Der größte mit 23,3 Kilo. Sehr viele Piranhas. Aber wieso, gestern waren es nur 10 Fische? Obwohl, vielleicht waren es gestern auch 20, aber ich habe nur 10 gefangen. Obwohl, nee, stimmt, nach dem 10. habe ich ja gar nichts mehr gefangen. Konnte ich ja gar nicht sehen, ob es mehr möglich ist oder nicht. Oder es verbuggt. Das kann natürlich sein, auch sein. Sonst waren es eigentlich immer nur die besten 10 Fische. Da kommt Bing. Und? Na, kommt bist oder nicht? Manchmal sieht man schlecht, ob die Flucht. Oh ja, oder jetzt aber Flucht. Und wieder die Flucht zu Ende mit dem Bing. Wenn die so einen kurzen Haken schlagen und dann stehen bleiben, dann ist meistens die Flucht zu Ende. Man sieht es bei der Strömung zwar schlecht, weil er manchmal gegen die Strömung noch flüchtet, ohne wirklich vorwärts zu kommen. Jetzt aber Flucht. Schnelle Flucht sogar. Könnte was Gutes sein. Komm, Bing. Bevor hier die Zeit abläuft. Aber wieder die Flucht zu Ende mit dem Bing. Ich hab langsam die Schnauze voll schon wieder hier. Ich brauche noch einen Fisch, Leute. Anderthalb Minuten nur noch. Jetzt muss wohl langsam bis kommen, sonst kriege ich nicht mal reingedrillt, wenn es ein großer ist. Da kommt Bing. Und wieder die Flucht zu Ende mit dem Bing. Na, 45 Sekunden, das wird nichts mehr. Der hätte beißen müssen, den hätte ich eventuell noch rausgedrillt. Aber wenn jetzt noch mal einer kommt, das wird eng. Ja, jetzt auf die letzten Sekunden. Und da geht die Flucht sogar noch weiter. Pass auf, jetzt kommt ein Einzigartiger oder so. Nee.
Beinbiss, weil die Zeit zu Ende war. Gut, das haben sie jetzt geändert. Der Fisch ist dann weg. Okay. Gesamtfang 23 Fische, also dreimal Beifang. Obwohl, nee, 136 Kilo gesamt, davon zählen aber noch 112. Schwerster 23,1 Kilo. Okay, so, jetzt zeige ich euch noch die Spots. Dazu muss ich nochmal ans Gewässer. So, das ist einmal hier, wo ich jetzt stehe. Den Spot kennt ihr von mir aber auch schon. Das ist einmal der hier in Trophy und einmal der in Einzigartig. Am besten dann hier die Koordinaten abschreiben mit Pause. Ich mache den nochmal an. Da auch nochmal die. Nee, das ist der falsche. Das ist der Trophy. So, die beiden Koordinaten und dann treibt er hier in diese Richtung weg. So, der zweite Spot ist der hier. Da habe ich jetzt, ich habe zwar welche gefangen, wie gesagt, da, aber ich habe dann keine Markierung gesetzt, nur meine Hilfsmarkierung, aber die zählt, da habe ich immer angeworfen an dem Punkt. Da haben auch welche gebissen. Auch nochmal Pause drücken, wenn ihr den abschreiben wollt. Und der dritte Spot ist der hier, genau. Da habe ich auch nur die Hilfsmarkierung. Da habe ich auch keine neue gesetzt, wenn ich was gefangen habe, weil das alles Zeit kostet. Das ist einmal die. Pause drücken, abschreiben. Und einmal die. Da, nee, da habe ich sogar die Markierung gesetzt. Dann nochmal. So, das sind die Spots, wo ich heute Fische gefangen habe. Aber hat leider auch hier nicht gereicht, um ins Halbfinale zu kommen. Und jo, wir sehen uns dann im dritten Qualifying. Das ist am Fluss Maron. Da wird es ganz schwierig. Obwohl, naja, geht eigentlich. Welche Fische darf man da fangen? Auch wieder ein Jumara, Payara. Alles klar. Da werde ich auch wieder auf den Anjumara gehen. Dann bis morgen. Tschüss.